Und willkommen zu meinem Mittwochsvideo. Gut, ich muss zugeben, ich habe heute kein so ganz großes Thema, kein so wichtiges Thema und eins, was ich schon öfters hatte, zwar Veränderungen im. Ich habe aber heute eine spezifische Geschichte, die ich euch gerne erzählen würde, weil ich mich einfach dafür interessieren würde, ob das außer mir noch jemandem so geht. Also, ich fange an. Ich habe, seitdem ich denken kann, im Prinzip vier gleiche Bettdecken. Also, das ist eine blaue, eine dunkelblaue, eine orange und eine rote. Und die sind alle aus Jersey. Und ich habe jetzt vor kurzem von meiner Mutter eine neue bekommen, eine blaue. Die fand ich dann auch toll und wirklich Weltklasse. Die war so dunkelblau und aus Satin. Und ja, dann habe ich die auf jeden Fall, habe ich ja schon mal eine Weile gebraucht, bis ich dann mich entschieden habe, wann ich die denn dann aufs Bett drauf tue. Und dann irgendwann, als ich sie dann endlich soweit war und die Decke aufs Bett drauf getan habe, da hat meine Mutter mir, als sie sie drauf getan hat, direkt gesagt, ja, die ist etwas kürzer als die, die du gewohnt bist, aber das wird ja nichts machen. Dann war es zum Anfang eigentlich noch recht warm und dann habe ich mir so gedacht, gut, ist warm, es macht keinen Unterschied. Dann ist es über die Nächte langsam etwas kälter geworden. Und dann irgendwann war es richtig kalt. Und ja, da ist dann bei mir so der, ist bei mir so dieser Gedanke gekommen, könnte heute Nacht ein bisschen schwieriger werden. Hab dann aber nicht so weiter darüber nachgedacht. Der Tag ging weiter und dann war es mitten in der Nacht. Und dann bin ich unter der Decke gelegen und dann habe ich mir auf jeden Fall war es kalt und ich wollte mir ein bisschen mehr über die Ohren ziehen und dann hatte ich dafür dann keine Decke mehr an den Füßen. Dann wollte ich wieder mehr an die Füße, da hatte ich wieder nichts mehr am Kopf und dann irgendwann ist mir klar geworden, ich muss die Bettdecke wechseln, kann aber nicht bis morgen warten, sonst erfriere ich. Ich erfriere hier mitten in der Nacht und ja, dann habe ich auf jeden Fall meine Mutter geweckt, ganz uncharmant nach zu ihr gesagt, könnten wir die Decke wechseln und sie meinte dann so, hat sie sich wieder umgedreht und ja, dann habe ich gewartet, nach einer Weile habe ich sie dann, ist sie also aufgestanden, weil sie ins Bad musste und dann habe ich eben angefangen, okay, dann ziehe ich jetzt halt schon mal die Bettdecke ab und dann habe ich auf jeden Fall eine Bettdecke gesucht. Man muss wissen, von der orangen Bettdecke habe ich zwei. Eins hat jetzt aber so ein Riesenloch. Also wirklich, das ist auch noch gut. Ich glaube, es ist ein bisschen übertrieben. Auf jeden Fall, wenn man uns alle Löcher zusammenzählt, müsste das so sein. Also, so ist es mindestens. Aber könnte auch mehr oder weniger sein. Ich habe die jetzt schon eine Weile nicht angeguckt. Und auf jeden Fall war es dann so, dass ich die dann, dass ich ausgerechnet die mit dem Loch rausgezogen habe. Da habe ich die andere wieder rausgezogen. Und bis ich das dann gemacht habe, ist dann meine Mutter auch da gestanden und hat dann eben gesagt, es geht so nicht und hat dann mit mir zusammen das Bett neu bezogen. Und ja, in dem Moment ist mir so das erste Mal richtig bewusst geworden. Ich bin dann auch innerhalb von, glaube 3, 4 Minuten eingeschlafen und habe mich aber davor, und das ist jetzt kein Witz, die Tage, das waren so 3 Tage, davor habe ich jede Nacht mindestens 2 Stunden gebraucht, bis ich eingeschlafen bin. Und ich habe mich immer so gefragt, ja, warum brauche ich jetzt zurzeit so lange? Also das war ich gar nicht mehr gewohnt. Und dann habe ich mir mal so überlegt, ja gut, dann habe ich eben eine Wärmflasche reingelegt, habe alles probiert, damit es eben schneller geht, dass ich einschlafe. Aber es wollte nicht. Konnte einfach nicht mehr einschlafen. Und dann, als die Decke gewechselt war, ist mir innerhalb von kürzester Zeit bewusst geworden, dass selbst die unbewusstesten Veränderungen, nämlich die im Sinne von, man schläft und man schläft einfach da und der Körper merkt den Unterschied einfach.
dass selbst diese kleinen Veränderungen schon bei mir reichen, um mich dazu zu bringen, nachts nicht schlafen zu können. Und ja, aber es gibt auch noch andere Gründe. Unter anderem, ich habe an meiner Decke oben eine Menge Sterne kleben an meiner Schlafdecke. Und ich kann ja leider nicht in meinem Zimmer schlafen, weil ich in meinem Zimmer eine Wasserleitung habe. Und ich spüre die. Ich spüre die wirklich, auch wenn ich bloß im Zimmer sitze. Ich kann diese Wasserleitung spüren. Die ersten 2,5 Tage, wo ich hier in die Wohnung gekommen bin, war es ja sogar so, dass ich direkt auf der Wasserleitung geschlafen habe und dann jede Nacht Nasenbluten bekommen habe. Und dann hat man mich in die andere Zimmerecke geschoben, aber ich konnte noch nie in diesem Zimmer hier drin wirklich schlafen. Dann bin ich ins Büro umgezogen und da schlafe ich jetzt. Und ja, das ist auf jeden Fall viel besser und da schlafe ich auch viel schneller. Aber in dem Moment, wo ich dann so gedacht habe, ja, ist eigentlich schon krass, dass man so durch solche kleinen Veränderungen, räumliche Veränderungen oder Deckenveränderungen schon anders schläft. Ich habe aber auch noch dieses Phänomen, ich habe an meiner Decke ja 1000 Sterne kleben, so Funkel-Kindersterne, die dann, wenn sie so, ja, fluoreszierende Sterne, so heißt das Wort, und die sind alle mit diesem Kleber von der Packung dran gemacht. Und das Blöde ist, ich habe jede Nacht Angst, dass mir diese Sterne auf den Kopf fliegen. Und das ist echt so ein Mist, wenn du da jede Nacht drüber nachdenken musst, ob dir dann da jetzt dieser Stern ins Gesicht tätscht. Und vor allem habe ich auch immer Schiss, dass wenn er dann runtertätscht, dass ich gerade in dem Moment vielleicht die Augen aufmache, weil ich irgendwie aufwache und irgendwas und er mir dann voll ins Auge reinkracht. Und ich dann aufwache und zu meiner Mutter torkeln muss und sagen, du Mama, ich habe einen Stern im Auge. Oder so irgendwas. Und das finde ich dann immer furchtbar, allein den Gedanken. Ja, und außerdem bin ich auch wirklich zwanghaft vorm ins Bett gehen. Ich bin so ein richtiger zwanghafter Mensch. Wenn mein Zimmer nicht aussieht, als ob der ganze Tag nichts passiert wäre im Zimmer, kann ich nicht ins Bett gehen. Weil ich immer mit dem Gedanken ins Bett gehe, was, wenn ich jetzt heute Nacht tot lieg und dann plötzlich mich kein und mich dann irgendeiner mein Bett entdeckt und sieht, da ist Unordnung und dann denkt, die ist ja sowas von schlampig oder so irgendwas. Deswegen mache ich mir jeden Tag mein Bett. Das ist wirklich so, ich bin da richtig neurotisch. Ja, und natürlich auch mein Hasenfüttern, das ist auch noch so eine Sache. Ich kann nicht schlafen, bevor ich nicht meinem Hasen gute Nacht gesagt habe und wirklich sicher bin, dass ich ihm gute Nacht gesagt habe. Also wenn ich einfach so im Halbschlaf sage, gute Nacht, dann kann es passieren, dass ich 3 Minuten im Bett liege, die Horrorsterne anstarre und dann da einfach stehe und irgendwann wieder aufstehen muss, nur um nochmal zurückzulatschen und dem Hasen gute Nacht zu sagen. Ja, das war eigentlich alles, was ich euch heute erzählen wollte. Einfach mal eine kleine Geschichte. Einfach mal so ein bisschen Info. Mein Tipp an jeden ist, wenn ihr unbedingt neue Bettdecken wollt, nehmt Bettdecken, die so sind wie eure. Wenn ihr Menschen seid, die eher lange Bettdecken habt, nehmt lange Deckbetten. Wenn ihr kurze Deckbettenmenschen seid, das gibt es ja auch solche, die das nicht so lange brauchen, dann nehmt kurze Bettdecken, aber oder auch von den Stoffen. Ich empfehle immer Jersey oder ja, Satin ist auch wirklich gut, bloß ist so halt so kurz. Es gibt ja auch Jersey-Spannbetttücher, die sind auch sehr gut. Was ich jetzt nicht so empfehle, ist Biber. Biber ist furchtbar rau. Okay, also dann, ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit. Wir sehen uns am Freitag wieder. Es tut mir leid, falls das Thema heute nicht so viel Inhalt hat, aber ich bin echt müde. Ich habe schon eine etwas längere Woche hinter mir. Ich war am Montag bei der Therapie und am Dienstag war ich draußen und ja, ich bin etwas erschöpft. Deswegen auch das Thema. Nächste Woche kommen wieder bessere Themen. Nächste Woche kommt auch mein Vater endlich nach Hause. Ich freue mich riesig drauf. Schreibt mir auf jeden Fall eure Meinung in die Kommentare. Schreibt mir auch gerne eine Facebook- oder eine Twitter-Nachricht.
Ich entschuldige mich übrigens auch für die Geräusche im Hintergrund. Meine Mutter telefoniert gerade. Ihr könnt mir aber auch gerne einfach eine E-Mail schreiben an die bell.riedmeier@outlook.com. Ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit. Bis Freitag. Tschüss!